und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing. Hallo, liebe Bewohner. Es ist Dienstag, der 26. Dezember 2023, 14 Uhr hier auf Wanda. Es heißt ja, dass Carlson hier auf Wanda Urlaub macht. Ihm gefallen unsere Insekten so sehr. Wenn ihr welche habt, teilt sie mit ihm. Er freut sich sicher sehr. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch noch allen einen wunderschönen Tag. Der Baum nervt übrigens, den muss man nachher mal schlechten. So. Anderes Licht. Andere Krisseleigenschaften. Ja, es ist draußen hell. Was muss ich jetzt machen? Das Licht eigentlich dunkler, oder? Okay, was haben wir denn heute an? Wir haben einen blauen Pullover an. So. Wir haben einen schwarzen Faltenrock an. Danke, ich versuch's. Aber es triggert mich schon. So. Okay. Ja, direkt vor mir. Also ich habe zwar auch die Jalousien runter, weil du willst nicht sehen, wie ich aussehe, wenn die Jalousien oben sind, aber ich glaube, es funktioniert so. Okay, schwarzer Rock. So. Ich bin heute übrigens schuldenfrei. Ich habe heute meine ganzen Schulden beseitigt. Und habe sogar noch Geld gespart, indem ich meine Versicherung gekündigt habe. Beziehungsweise einen neuen Vertrag gemacht habe. Jawohl. Also ich habe jetzt gerade natürlich die Jalousien, wie gesagt, unten, aber... So, ich ziehe nachher wahrscheinlich eine rote Mütze auf. Aber jetzt... So. Ich habe heute... Alles bezahlt, alles. Ja, ich habe 2851 und 25 Cent. Ich habe 25 Cent Zinsen drauf gemacht. Dann musste ich noch bestätigen, dass ich über 1000 Euro überweise, weil ich habe ein Limit. Jetzt bin ich schuldenfrei. Bin schuldenfrei! So. Oh yes, ich glaube, die nehmen wir heute. Ja, unter anderem und halt noch Sachen, die ich mir auf Amazon bestellt habe. Habe ich heute alles so aufsummiert in der, ja, genau. Und, also ich habe heute insgesamt so viel ausgegeben und dann halt noch ein bisschen was für den Urlaub. Da muss ich auch noch ein bisschen was zurückzahlen. Also jetzt 1800, nee.
Doch 1800 ging irgendwie an meinen Vater. Und dann nochmal irgendwie 1000 Euro oder so für den Urlaub halt. Weil ich habe halt nichts bezahlt gehabt. So. Ich habe eine Krabbe. Ja. Ja, ich würde sagen, so. Hätte ich blau. Habe ich blaue Schuhe? So. Ich bin schuldenfrei, lasst uns erstmal shoppen gehen. Ah. Jetzt muss die Küche eigentlich auch nur noch irgendwann kommen, ne? Hallöchen, Paul. So. Was nehmen wir für einen Rucksack? Eine Tasche? Jawohl, here we go. KW49 sollte sie eingebaut werden. War irgendwann mal der Plan. Also hätte sie schon längst stehen sollen. Weiß ich nicht. Kriege ich da jetzt eigentlich Ersatz? Schadenersatz? Weil ich kann ja jetzt keine Küche benutzen. So. Hallo Nacro, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wir haben Brief. Wir haben einen Brief. So. In Real Life mag ich überhaupt keine Briefe. In-game schon. So. Nee. Paul, bleib wieder damit weg. So. Hallöchen, Paul. So, ausholen. Richtig! Ich habe noch so einen Stapel davon. Und da ist auch ein bisschen Mahnung dabei. Aber ich vermisse noch eine Mahnung, um ehrlich zu sein. Ich vermisse noch eine Mahnung. Oh Gott. Können wir aufhören mit irgendwelchen organisatorischen Dingen? Ich habe heute echt schon zu viel administrative Dinge gemacht. Ich hasse sowas. Boah. Du vermisst eine Mahnung. Ja. Die erste Mahnung war schon hier, aber die zweite Mahnung, die hätte eigentlich auch schon längst eintreffen müssen. Aber mir wurde gesagt, wahrscheinlich kommt hier mit der dritten Mahnung zusammen. Und danach kommt, naja, keine Mahnung mehr. Habe ich schon alles hinter mir. Danach kommt die Mahnung, danach kommt die Drohung, dass die Mahnung umgesetzt wird mit bis zu 25.000 Euro. Für jeden Tag zu spät muss der Lieferant dich einmal bekochen. Okay, Leute. Lasst uns einfach das Inselleben genießen. Das gibt es so etwas nicht wie Steuererklärung, Versicherungen, Küchenliefertermine. Hier können wir einfach spielen. Toll, oder? Ich will nicht erwachsen sein. Da muss man immer so viele Dinge berücksichtigen. Und deswegen gehe ich später in den Kinderfilm. Was wollte ich jetzt machen eigentlich? Ah, ich wollte mir ein Inselleben. Tonuk hat einen Sklaven, der gab Robert Wach auf. Du musst da fliehen. Ich bin lieber in einem Kinder. Raus aus dem großen Teich. Das ist ein Kinderfilm. Das ist ein Pixar-Kinderfilm. Es geht darum, dass eine Ente sich in einen Vogel verliebt und dann mit auf Zugreisen geht. Darauf freue ich mich. Ja. Wir nehmen die Kinderschleuder mit. Ich bin gerne in diesem Ding gefangen. Aber ich glaube, es könnte ziemlich schnell langweilig werden. Ah, da gibt es so viele schöne Kleider und ich kann mir die alle leisten. So. Apropos Kleider leisten. Lass uns doch mal shoppen gehen. Ja, hier, weißt du, jetzt mach ich mein Handy auf. 9 Tabs offen. Ich habe gerade geguckt, wie viel Geld mir noch zur Verfügung steht, wenn ich alt bin. Bis jetzt sieht's gut aus. So. Und Englisch gelernt habe ich heute auch schon. Animal Crossing. Und habt ihr heute schon Kleider geshoppt? Oder irgendwas, was euch gefällt? Du.
Oh, jawohl. Ich zieh das an. Easy. Ich glaube, das Imponierzeug habe ich noch gar nichts. Katalog. Nein, doch, ja, lad schneller. Suchen nach Namen. Imponier. Doch, ich habe eine schwarze Imponierhose. Yay, Paul! Super! So. Upsa. So, Imponier. Entschuldigung, soll ich Geld ausgeben? Nein! Also, wie du willst. Wenn du Geld ausgeben willst, dann viel Spaß. Das hält dich keiner daran auf. Ich kann dir ein paar Links schicken, da kannst du Sachen kaufen. Nein, Quatsch. Pilotenmütze. So, wir haben die nur in Schwarz. Thank you. So. Oh, Igitt, das ist ja eklig. So, ich glaube, die Punktstrümpfe haben wir alle schon, oder? Punkt grau, schwarz. Ja. Transparenzsocken. Transparenz. So, rot, lila und Kamel. Dann nehme ich die da. So, Schuhe. Ah ja, hier von diesem Kunstfell hatten wir doch noch gar nichts gehabt bis gestern, ne? Kunstfell. So. Nehmen wir jetzt ein Grau und holen wir sonst ein Schwarz. So, here we go. Wir waren Schocker. So. Dann bis bald. Was sind denn bei euch heute die Rübenpreise? So, Rübenpreise. 59. Klingt jetzt irgendwie nicht so geil. Was sind denn hier die Rübenpreise? Ah, 5,9. Es wird schlechter. So, dann gucken wir doch mal. So, dadurch, dass zum Beispiel Paul ja auch wieder neue Berry Legalies hat, können wir ja gleich wieder gamblen. / Prediction. So, Dailies in 15 Minuten. Bitte warten, Switch startet. Ei, ei, Sir. So, genug Shopping. Besondere Waren. Apfelschorle, Traubenschälchen, Berliner Teller. Oliver Salat. Oliver! Da aber Oliver! Ich glaube, das haben wir doch alles auch schon, oder? So. Aha, jemand hat dagegen gesetzt. Sehr schön. Ich setze heute mal dagegen für die Quote. Bin stolz auf dich. So. Kurz mal hier aufräumen. Geschenk öffnen. Okay, wir haben einfach nur Swings.
So, Hallöchen Phoenix. Gut, dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los. So, gut. Gib Sternis aus, um Sachen zu kaufen. Oh, wow. Verdiene Sternis durch Verkäufe, lasse fossile bestimmen, löse Nukoin ein und bastle Sachen. Perfekt. So, dann würde ich sagen, löse Nukoin ein. Machen wir mal als direkt als erstes. Da stehen wir nämlich direkt davor. So. Guck mal, die machen beide das Gleiche. So. Dann Nukoin einlösen. Nehmen wir Sterni-Coupon. Sterni-Coupon wird gedruckt. So, das war's. Dankeschön. Nächste Daily fertig. Fossilien bestimmen und bastle Sachen. Das können wir dann heute basteln. Baumstammhocker. Baumstammhocker. So. Dafür brauchen wir Holz. Here we go, let's go. Baumstammhocker. 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 Baumhacken auch mit meiner Daily? Nee. Haben einfach schon eins weiter gemacht. Hier, guckt mal. So, was haben wir denn Animal Crossing? Here we go. So. Okay, wir können damit schon Baum schlagen. Bei den Umfragen mache ich nie mit. Das ist ja irgendwas organisiert. Ich habe ganz viele Umfragen noch offen. Ich habe erstmal meine Schulden abbezahlt und bin stolz darauf. Dann habe ich noch eine Versicherung gekündigt. Und was habe ich noch gemacht? Und einen Austritt aus einem Verein gemacht. Also, kündigt. Darauf bin ich stolz. Ignore also. Richtig. So. Und für meine Steuererklärung neues Zertifikat angefordert. Haha, ist das abgelaufen. So, jetzt genug vom Erwachsensein. Wir wollten einen Baumstammhocker machen. Herstellen. Baumstammhocker, ne? Ja. Perfekt. So. Genug. Aber ich habe einen Luxalladen geschlagen. Du kannst gerne herkommen und bei mir den perfekten Schneebild machen. Ah.
Aber das wäre trotzdem noch nicht dein Schneepreis. Schneepreis. Baumstammhocker hier. So, 6450. So. Wozu? Du brauchst doch die Übung. Autsch. So, ist noch. Ich hätte gerne eure Schneepreise. Ja, gell? Also. Ich gehe schon mal an den Fluss und sammle ein bisschen geschmolzenen Schnee für nächstes Jahr. Rübenpreise! Rüben, Rüben! So. Leute, ich muss Fossilien suchen. Okay. Wo sind denn hier bitte die ganzen Fossilien? Weder schmeißt ihn jetzt ins Wasser. Weder schmeißt ihn jetzt. Was hat ihm das jetzt gebracht? Wieso finde ich keine Fossilien? Das ist ein Fossil direkt vom Mülleimer. So. So, Schneeflocke. Perfekt. Merk schon. So, haben wir jetzt drei Fossilien? Ja, okay, jetzt kommen wir. Uiuiui, einer kommt ja selten allein, ne? So, das war's. Nein, ich möchte kein Poster. Ich hab schon ein Poster. Danke, danke. So.
damit klar. Dann gehen wir noch ein bisschen. Wir müssen ja noch basteln. Gehen noch ein bisschen Bäume fällen. Baumstammhocker. 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 So, wo haben wir unsere Axt? Oi. Ja, stimmt. Wir haben nur noch 5 Minuten. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich muss noch 2 Baumstammhocker herstellen. Oh oh. Aber warte kurz, erst muss ich rennen. Ich muss kurz meine Tasten drücken, das habe ich halt noch gar nicht so viel gemacht. Ist das so? Ja, jetzt geht's mir besser. Seriously? Ha! Nochmal nicht. Auch noch Holz für Baumstammhocker. Rausholen. So, wir brauchen. Was für Holz brauchten wir gerade eben nochmal für Baumstammhocker? War das Hartholz? War das normales Holz? War das Weichholz? Ich weiß es nicht mehr. So. Herstellen. Baumstammhocker, Hartholz. So. Nein, nicht mal noch. Gott. Okay, Daddies haben wir erledigt. So, den Rest verkaufen wir. Ich muss noch eine Axt machen. Können wir noch hier unsere ganzen
Auto. Da kommt er hoffentlich nicht vorbei. So. Dann noch mal ein bisschen Geld verdienen. Irgendwie muss ich ja den Winter warm überstehen. So. Jetzt tun wir noch ein bisschen Geld hier drauf. Hier bin ich definitiv reicher als im Real Life. So, und jetzt mache ich mich wieder reich. Ja, ich wollte aber erst in meinen Schrank eigentlich. Gerade aber nicht. Jawohl. Darf ich kurz in meinem Schrank? Danke. So, rausholen. Gut. Wir schauen mal. Haben wir denn schon den Kohlweißling? Ja, ich glaube schon. 107. Nee, ist mir noch nicht genügend. Kohlweißling haben wir schon mal. Oh, Zitronenfalter. Zitronen. Haben wir auch. Kolibri. Haben wir auch. Baum. Haben wir auch. Himmelsfalte. Haben wir auch. Toides. Ah! Okay, von dem Toides, das muss man gleich ein Modell machen. Wir haben ja kaum Viecher gefangen in der letzten Zeit, habe ich das Gefühl.
Hi, jetzt können wir miteinander reden. Ups, sorry, ich wollte dich nicht angreifen. Also wegen deiner Kunst. Hier, das da. Jawohl, perfekt. Nein, habe ich nicht getan. So, dann verkaufen wir mal ein bisschen was. Das ist ein Geschenk, aber ich bin jetzt gerade am Verkaufen. Oh. Das war aus Versehen. Außerdem steht er ganz gut, wo er ist. So, rausholen. So. Ich habe meinen Controller echt lieb. Okay, wow. Hallöchen. So. Gut, ja, wir haben ganze 3 Insekten für dich. Wir sind diesmal tatsächlich echt nicht im Insektenbereich. Ja. So. Ja. So. Dann würde ich mich für obwohl, wartet mal, wir können ja noch das Geschenk fangen. Ja, ich habe meinen Controller echt. Ein Leuchtgeschenk? Cool. Wir haben jetzt ein Leuchtgeschenk. Hallo, nicht mehr. So, dann vielen, vielen lieben Dank für Animal Crossing.